Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Read Fanfics, der Vater aller Monster. Blackjack ist immer noch da. Und ich nehme das halt gerade alles an einem Stück auf. Auf geht's. Ich hoffe, das Kapitel dauert nicht mal allzu lange. Ich glaube, ach, dann ist, glaube ich, sogar das ganze, der ganze Abschnitt hier wieder zu Ende. Ehre, Quistisch spuckte aus. Wie kann jemand Ehre besitzen, wenn er seine eigene Schule angegriffen und dabei zugesehen hat, wie jemand versucht, ganze Städte auszuradieren? Du hast keine Ehre mehr, da die du nur retten könntest, Cypher. Still, folgte Fujin, die nun ebenfalls neben ihre Partner getreten war. Stolz. Nein, wir werden nicht still sein, schrie Seifi wütend. Mir egal, ob Cypher in seinem Stolz verletzt ist, aber wenn er sich deshalb auf die Seite eines Hirten stellt, ist er nur ein dreckiger Verräter, weiter nichts. Fujin, Raijin, was soll das? Wandte sich Inoue an Cyphers Freunde. Ihr habt doch schon einmal gemerkt, dass Cypher sich nur von seinem Hass antreiben lässt und deshalb von Leben steuerbar ist, der ihm unser Ende verspricht. Warum merkt ihr das jetzt nicht? Cypher hob die Hand. Sei still, Renoir. Sie haben frei entschieden, mit mir zu gehen. Dann wandte sich sein Blick Squall zu. Was ist mit dir, Squall? Fragte er seinen ehemaligen Trainingspartner. Hast du mir nichts zu sagen? Keine Beleidigungen? Keine Aufforderung zu einem Duell, um das alles hier zu beenden? Squall blickte ihn kalt an. Ich habe dir das schon einmal gesagt, verkündete er. Du bist für mich niemand mehr, mit dem ich etwas zu besprechen habe. Du bist nur unser Feind. Wenn du mit mir kämpfen willst, da komm herunter und tu es. Ansonsten hör auf mit dem Geschwafel. Damit reißt du nichts. Ach so, das ist eine ausgezeichnete Idee. Erklang es hinter den drei ehemaligen Gartenschülern. Ich musste kurz voll rausessen, dass ich weiß, wer da gerade spricht. Das ist nämlich der Forscher. Cypher drehte sich verwundert um, als er von etwas Grünem hart ins Gesicht getroffen wurde. Er verlor das Gleichgewicht, hing eine Sekunde entlang in der Luft und stürzte dann auf den Boden, um den Hügel hinabzurollen. Er hatte Glück, denn der Hügel war nicht hoch und er konnte seine Rutschpartie weit abbremsen. So scheiße beschrieben. Stöhnend versuchte er festzustellen, ob er sich etwas gebrochen hatte, aber die Hexenkraft in ihm hatte ihn davor bewahrt. Er richtete sich auf und gewahrte, dass auch Raijin und Fujin eben ihn wieder auf die Füße kamen, allerdings langsamer als er. Mit mordgierigen Augen sah er hinauf auf dem Hang. Die Morbole hatten sie hinterrücks angegriffen und den Hang hinabstürzen lassen. Aber das hatten sie nicht deswegen getan, weil jemand die Kontrolle verloren hatte, sondern weil jemand Kontrolle ausgeübt hatte. Er zog die Gunblade und schrie herzerfüllt. Was soll das? Wieso hast du das getan, der verrücktes altes Wrack? Ich habe dir meine Kraft angeboten, meine Kenntnisse und mein Vertrauen. Wieso hast du das getan? Der Monsterbeschwörer erwiderte seinen Blick ruhig. Weil du für mich nicht mehr länger von Nutzen bist, erwiderte er mit einer Stimme, das Feuer gefrieren hätte lassen können. Wie soll das funktionieren, Feuer gefrieren lassen? Keine Ahnung. Naja. Du hast mir alles gesagt, was ich wissen muss, um Eshtar zu überrennen und zu halten. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ey, der wird es wohl mehr und mehr zum Klischee-Bösewicht, oder? Mhm. Das ist, naja. Dann wandte er seinen Blick vom Cypher ab, was diesen noch rasender machte, und sah Squalls Truppe an, die sein Vorgehen ebenso überrascht hatte wie den blonden Jungen. Ist das wahr, dass unter euch eine Quistis-Tweep ist? Fragte er. Alle Augenpaare richteten sich erschrocken auf die blonde junge Frau. Auch sie selbst schien erstaunt, antwortete aber, das bin ich. Warum wollen sie das wissen? Sie gingen in Verteidigungsstellung. Der Wissenschaftler gab keine Antwort. Er nickte lediglich zufrieden und rief den Monstern zu, tötet sie! Und danach schafft die Leichen in den Sicherheitsraum, bis auf dieses Mädchen. Sie wird nur betäubt. Und im selben Moment brach die Hölle los. Keiner der Seeds hatte noch Gelegenheit gefunden, einen Aura-Zauber auszusprechen, dennoch fiel die erste Reihe Monster, die auf sie zueilte, binnen Sekunden in sie zusammen. Irvine und Safety standen Rücken an Rücken und dieses Ungeheuer, das in ihr Blickfeld kam, verschwand bald darauf durchlöchert oder zusammengeschlagen. Renoir stand mit Xell und Squall in einer Truppe, die sich gegen mehrere Rufendrachen, Drachen-Isolden und Grendel zur Wehr setzte. Cypher, Raijin und Fujin sahen sich plötzlich von mehreren Moorbohlen und Stahlgiganten bedrängt, von denen einige nach kurzer Zeit den Geist aufgaben.
Pustis wurde lediglich von einigen Behemoths und Archeodinos so umstellt, dass sie nicht fliehen konnte. Einige Galchimeseras versuchten vergeblich, sie einzuschläfern. Viele der Monster fielen unter ihren Hieben, nicht eins griff sie an. Dennoch musste sie zusehen, wie erst Steffi, dann Fujin, Xel, gefolgt von Raijin, Irwan und Renoir unter unmenschlichen Hieben schließlich ihr Leben austauchten. Squall, der gerade seine Geliebte wiederbeleben wollte, wurde von einem Grendel die letzten Hardpoints abgezogen. Also sowas zerstört die Immersion, wenn da auf einmal die von Hardpoints reden. Er fiel neben Renoir zu Boden. Cypher, der als einziger noch stand, wenn auch unter fast allen Zuständen leidend, warf ihr einen vernichtenden Blick zu. Du! Schrie er. Du hast uns verraten! Dann wurde er von einem Stahlgiganten zum letzten Mal getroffen. Christel schrie ihren Schmerz hinaus, als sie einen Behemoth mit einem einzigen Hieb niederstreckte. Sie hatte die anderen nicht verraten. Und doch, wieso kannte dieser Unmensch dort um ihren Namen? Wieso hatten alle sterben müssen? Einer der Galchimeseras hatte mit seinem Schlafzauber Erfolg gehabt. Sie fiel auf die Knie und verlor ihre Waffe. Sie richtete sich darauf ein, nie wieder zu erwachen. Drei Teil ist coming soon. Ja, Leute, das war jetzt auch der letzte Abschnitt. Der ging aber relativ schnell rum. Ich habe jetzt vorhin aufgenommen, das reicht erstmal wieder ein paar Tage. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Read Fanfics auf Glitzer, Leute. Auf Wiedersehen. Ich glaube, das ist, warte mal. Moment. Das ist, glaube ich, schon das letzte Kapitel, oder? Zurück. Nee. Scheiße. Es sind noch zwei. Ja. Weißt du, drum ist dich. Ach du Scheiße. Ist das ist auch noch so scheiße formatiert hier, das Kapitel auf einmal. Ach du Scheiße. Ja, ich will es mal kurz gut machen. So. Und das kommt weg. Das kommt dahin. So. Ja, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Read Fanfics. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.